Du hörst den Schiebrunner Podcast, der Podcast für Frauen, die sich ein florierendes Online-Business aufbauen möchten, das ihnen erlaubt, frei, selbstbestimmt und erfüllt zu leben und einen großen Impact zu haben. Diese Podcast-Folge ist besonders, denn ich habe die Teilnehmerinnen der Schiebrunner 100K Mastermind eingeladen, ihre wichtigsten Business- und/oder Marketing-Tipps mit dir zu teilen. Also, hör rein und hol dir wieder sofort umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Ich bin Tanja Lenke. In nur wenigen Jahren habe ich mir ein Online-Business mit einer super treuen Community und mehrfach sechsstelligen Jahresumsätzen aufgebaut. In diesem Podcast profitierst du von meinen Learnings und von denen meiner Gäste. Ich gebe dir Einblicke hinter die Kulissen und in meine Essentials-Methode. Du erfährst, wie du zur wahren Unternehmerin wirst und dir ein profitables Business aufbaust. Dadurch kannst du einen Beitrag leisten, Großes bewirken und die Welt zum Guten verändern. Viel Spaß beim Hören und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deinen Business-Freundinnen teilst. Mach auch du dein Business leicht und sexy und vergrößere noch heute deinen Impact. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, auf die ich mich unglaublich freue. Denn im Internet wird so viel darüber gesprochen, was du tun musst, um erfolgreich zu werden und dir ein profitables Online-Business aufzubauen. Und ganz, ganz oft werden Maßnahmen und Taktiken angepriesen, mit denen du schnell deine Reichweite steigerst oder schnell erste Kunden gewinnst. Du musst nur Reels machen, um deine Reichweite auf Instagram zu steigern und jetzt übrigens auch auf Facebook. Oder du brauchst unbedingt ein richtig tolles Design, mit dem du dein Publikum und deine Kunden begeisterst. Oder es geht darum, einen Funnel aufzubauen, mit dem du automatisiert und ganz, ganz leicht deine Angebote verkaufen kannst. All das ist nicht so einfach, wie es da draußen erzählt wird. Es gibt ein paar wichtige Grundlagen, die du wissen musst und richtig anwenden musst, bevor all diese Dinge überhaupt greifen. Deine Reels werden nicht funktionieren, wenn du nicht genau weißt, für wen sie sind und was sie bewirken sollen. Ein tolles und auch oft teures Design hilft dir nicht, wenn du nicht weißt, für wen es ist und auch wenn du keine Kundinnen hast. Und deine Angebote, die wirst du nicht auf Anhieb automatisiert verkaufen. Es wäre viel zu schön, wenn das alles einfach nur umgesetzt werden müsste. Also so ein bisschen Action und zack, erfolgreich. Das wünschen sich die meisten. Dass das leider nicht ganz so leicht ist, muss ich dir hoffentlich nicht mehr erzählen. Denn du hörst meinen Podcast und wenn das wirklich so leicht wäre, dann würde jeder erfolgreich sein, der einfach nur umsetzt. Und was wirklich notwendig ist, um dir ein florierendes und erfüllendes Online-Business aufzubauen, darum geht es unter anderem bei der 5. Ausgabe der Schiebrunner Summit. Und ich kann kaum glauben, dass die Schiebrunner Summit am 8. März, also trag dir den Termin am besten auch direkt in deinen Kalender ein, zum 5. Mal stattfindet. Und diese Schiebrunner Summit ist besonders und anders. Denn ich habe wahnsinnig tolle und super inspirierende Frauen eingeladen, mit denen ich über den Aufbau eines florierenden Online-Business spreche. Und wir sprechen darüber, was wirklich, wirklich notwendig ist, um dahin zu kommen. Und eins kann ich dir schon vorab verraten, es sind weder Reels noch ein tolles Design. Und einen kleinen Einblick bekommst du auf jeden Fall heute in dieser Podcast-Folge.
Denn am 8. März wird die Schipreneur Summit stattfinden. Das ist übrigens auch der Internationale Frauentag. Und neben Live-Interviews mit bekannten Online-Business-Expertinnen, wie zum Beispiel die wunderbare Marieke Frick oder Simone Abelmann und Maria Husch, wird auch eine Panel-Diskussion stattfinden. Und an dieser Panel-Diskussion werden die Teilnehmerinnen meiner Mastermind teilnehmen. Und einen ganz, ganz kleinen Einblick bekommst du, wie gesagt, in dieser Folge, denn ich lasse die Frauen aus meiner Mastermind sprechen. Sie verdienen mit ihrem Online-Business bereits über 100.000 Euro im Jahr und sie verraten dir in dieser Podcast-Folge, was in ihrem Online-Business wirklich funktioniert, beziehungsweise was auch in der Vergangenheit gut funktioniert hat und sie dabei unterstützt hat, ein sechsstelliges Online-Business aufzubauen. Und ich freue mich wirklich total, diese Podcast-Folge heute mit dir zu teilen und diese sechs wunderbaren Frauen zu Wort kommen zu lassen. Sie haben in den letzten Jahren viel in sich und in ihr Business investiert. Sie haben viel ausprobiert, sind oft hingefallen, haben natürlich auch Dinge getan, die nicht sofort funktioniert haben. Und sie sind wieder aufgestanden und sie haben große Ziele. Also die 100.000 sind super. Auch in diesem Jahr haben sie sich höhere Ziele gesetzt. Sie wollen mehr erreichen. Und da ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass wir uns mit Gleichgesinnten austauschen und dass wir voneinander lernen und natürlich auch von Menschen lernen, die schon weiter sind als wir. Und auf der 5. Schipreneur Summit steigen wir noch viel, viel tiefer in dieses Thema ein. Und da wirst du nicht nur die Möglichkeit haben, die Frauen aus der Schipreneur Mastermind mit deinen Fragen zu löchern, sondern auch die Ladies, die ich in den Live-Interviews mit dabei habe. Also lass dir die diesjährige Summit definitiv nicht entgehen. Das ist eine ganz, ganz große Empfehlung von mir. Sie ist wirklich Gold wert. Ja, und deswegen ist sie in diesem Jahr auch zum allerersten Mal kostenpflichtig. Denn die Tipps, die wir teilen, die gibt es so nicht. Und das sind wirklich Tipps und Informationen, die erfolgreiche Frauen mit dir teilen. Und das sind Dinge, die du dir für dein eigenes Business wirklich zu Herzen nehmen solltest. Denn das sind die Dinge, die dich und dein Business eben auch nachhaltig erfolgreich machen werden. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit diesen wichtigen Business- und Marketing-Tipps, die ich übrigens alle unterschreibe und die von den meisten total unterschätzt werden. Also hör rein und stell sicher, dass du diese Folge auf jeden Fall auch bis zum Ende hörst. Hi, ich bin Imke. Ich bin die Gründerin der Raketerei, der Räuberleiter für Musikerinnen in die Musikbranche. Und ich unterstütze mit meiner Arbeit Künstlerinnen dabei, sich eine unabhängige und profitable Karriere in der Musikbranche aufzubauen. Mein Business- und mein Marketing-Tipp? Mein Business-Tipp wäre es, frühzeitig anzufangen, sich ein Netzwerk aufzubauen. Als ich damals Teil der Musikbranche wurde, habe ich angefangen, auf lokaler, dann auf nationaler und später auf internationaler Ebene an Veranstaltungen teilzunehmen. Und auch nicht nur einmalig, sondern immer und immer wieder, um der Musikbranche zu signalisieren, dass ich ein Teil von ihr bin. Die Musikbranche in Deutschland ist dezentral organisiert. Ich habe außerdem mir angeguckt, wer in welchem Bundesland die RädelsführerInnen sind und in welchen Bundesländern wir welche Institutionen haben. Und den RädelsführerInnen, aber auch den Institutionen bin ich dann in den sozialen Netzwerken gefolgt und ich habe deren Newsletter abonniert. Und das hat mir dabei geholfen, immer das Ohr auf den Schienen zu haben, um zu erkennen, worüber die Musikbranche spricht. Mein wichtigster Marketing-Tipp wäre es, baue dir eine Community auf. Ich habe mich damals entschieden, auf Newsletter zu setzen. Ich habe mir eine Newsletter-Community aufgebaut. Ich verschicke meinen Newsletter alle 2 Wochen und mein Newsletter hat einen sehr, sehr hohen Mehrwert. Er ist kurz und knapp und hat einen hohen Mehrwert. Außerdem habe ich auf ein Social Network gesetzt. Raketerei ist auf Instagram vertreten und Instagram hat meinen absoluten Hauptfokus.
man muss nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Man muss nicht auf Facebook sein, auf YouTube, auf TikTok, auf Twitter und wie all diese Netzwerke heißen. Ein Social-Media-Kanal und den richtig, richtig gut bespielen. Wo kann man mehr über mich erfahren oder wo kann man mir folgen? Folgt mir gerne auf Instagram. Raketerei ist auf Instagram vertreten. Auf meiner Website www.raketerei.com gibt es weitere Informationen über mich und die Raketerei. Und wenn du mein Newsletter lesen möchtest, wenn du Musikerin bist und Bock auf richtig viel Mehrwert hast, dann abonniere ihn unter www.raketerei.com/newsletter. Mein Name ist Silke Grotehut, ich bin Karriere- und Bewerbungscoach für Führungskräfte. Und bevor ich mich selbstständig gemacht habe, war ich viele Jahre lang bei der Deutschen Telekom, also in einem DAX-Konzern, als Personalerin tätig und habe die Führungskräfte bis zur Ebene unter den Vorstand beraten. Aus dieser Zeit kenne ich halt die Bedürfnisse von Personalern und Führungskräfte an Bewerber sehr gut und ich kenne natürlich auch die andere Seite, die Seite der Bewerber, und genau diese Erfahrung bringe ich Ihnen heute in meinem Job zusammen, wenn ich meine Klienten darin berate und unterstütze, entweder eine komplett neue berufliche Positionierung zu entwickeln, ihre Unterlagen perfekt auf die neue Zielposition und Zielbranche auszurichten und sie auf die Vorstellungsgespräch und Gehaltsverhandlung vorzubereiten. Und mein Tipp, den ich mitgebracht habe, der kommt tatsächlich auch aus einem Coaching mit der Tanja. Und der lautet: Denke groß und plane groß. Und die Geschichte dahinter ist, dass ich selber ein Coaching bei der Tanja hatte im vergangenen Jahr. Und sie hat mich gefragt, wo möchtest du denn landen in 3 Jahren? Und ich habe ihr eine Zahl gesagt und da hat sie gesagt, oh bitte, dafür buchst du doch kein Coaching bei mir. Denk mal groß. Und dann habe ich mich so langsam rangetastet. Jedes Mal kam, nee, du sollst groß denken. Und wir kamen dann bei einer Zahl an, wo ich dachte, oh Gott, das ist hochmütig, das ist der totale Wahnsinn. Und ich habe mich aber darauf eingelassen und was passiert ist, ist, dass ich im vergangenen Jahr meinen Umsatz nahezu verdoppelt habe. Und das bestärkt mich so in dieser Devise, die ich komischerweise meinen Klienten auch immer mitgebe. Und ich sage immer, setz nicht so früh die Schere im Kopf an. Damit schneidest du dir unglaublich viele Möglichkeiten ab. Aber ich habe es selbst offensichtlich getan und ja, es ist für mich total frappierend, welche Wirkung das hat, wenn wir uns selber diese Grenzen wegnehmen. Und häufig wissen wir ja gar nicht, dass wir diese Grenzen haben. Also mein Tipp ist tatsächlich, denke und plane groß. Oder auf den Job bezogen, setz nicht zu früh die Schere im Kopf an. Prüfe alles, denke auch da groß. Ja, wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann findest du mich auf meiner Webseite www.silkegrotehut.de und ich freue mich jedes Mal über Vernetzungsanfragen über LinkedIn. Das ist so mein Hauptkanal und da teile ich regelmäßig Bewerbungs- und Karrieretipps. Moin, mein Name ist Andrea Mackler. Ich bin Business Coach für Kosmetikerinnen. Das heißt, ich helfe Kosmetikerinnen, mit meinem kleinen Team erfolgreicher zu werden. Sei es zum Thema Kundengewinnung oder Kundenbindung, sei es im Marketing oder eben auch Behandlungspreise definieren. Ja, ich möchte dir heute meinen besten Business-Tipp mitgeben. Für mich war es so, dass ich meine Wunschkundin definiert habe. Das heißt, ich habe mir genau überlegt, okay, meine Wunschkundin ist die Kosmetikerin. Ich bin auch Kosmetikerin. Ich habe viele Jahre als Kosmetikerin gearbeitet und darum kenne ich die Herausforderungen einer Kosmetikerin sehr genau. Was habe ich also gemacht? Ich habe mir
ein Wunschkundenprofil zugelegt und habe die Kosmetikerin meine Wunschkunden genau definiert. Was ist ihr Schmerzpunkt? Wo hadert sie am meisten? Was ist die schwierigste Aufgabe in ihrem Business? Und da habe ich angesetzt, Lösungen zu erarbeiten, um meiner Wunschkundin, meiner Kundin genau zu helfen, um ihr deutlich zu machen, hier gebe ich dir die Unterstützung, die du brauchst. Und weil ich meine Wunschkundin sehr gut kenne, konnte ich ihr da auch oder kann ihr daher auch die richtigen Tools an die Hand geben. Geh dahin, wo deine Wunschkundin sich aufhält. Sei es offline, also zu Netzwerktreffen oder zu Gruppen für Mütter, wenn deine Wunschkundin eine Mutter ist, oder eben auch online, wenn du dich gerne auf Social Media aufhältst, dann suche dir einen Kanal aus und gehe dahin, wo deine Wunschkunden sind. In meinem Fall war es so, dass ich in Facebook-Gruppen gegangen bin, wo Kosmetikerinnen sich aufhalten, um dort mich zu positionieren und dort Hilfestellung zu geben. Das Wichtigste ist wirklich, wie kann ich ihr helfen? Wie bekommt sie Mehrwert? Wo kann ich sie unterstützen? Ja, das war mein kleiner Marketing-Tipp. Die nächste Kundenpräsentation, Keynote oder der erste TEDx-Talk stehen an? Super! Ich bin Barbara Bosch, und ich helfe Frauen dabei, den Mut zu finden, um auf ihre Bühnen zu gehen und dann dort mit einer Struktur mit rotem Faden, Storytelling und Publikumsinteraktion ihre Botschaft so rüberzubringen, dass die Leidenschaft auch beim Publikum ankommt und sie das Publikum ins eigene Boot holen. Mein absoluter Business-Tipp für dich ist die strategische Jahresplanung. Wenn du dir am Ende des vorherigen Jahres überlegst, wo du am Ende des nächsten Jahres stehen möchtest, wie viel Umsatz du generieren möchtest und wie dein Leben bis dahin aussehen soll, kannst du nämlich ganz wunderbar das Jahr zurückblicken und planen, in Quartalen, in Monaten und in Wochen. Und wenn du dann weißt, welche Programme du brauchst, kannst du auch sehr gut entscheiden, an welchen Stellen du dir Unterstützung mit ins Boot holst. Und ich habe das bei Tanja gelernt, bei Tanja Lehnke hier von Shepreneur, und ihre strategische Jahresplanung hat mir dabei geholfen, mich zum ersten Mal so richtig strategisch auszurichten, dabei viel entspannter zu werden, weil ich einfach klar wurde, was will ich machen und was will ich alles nicht machen. Ne? Ganz viele Internetangebote sind auf einmal an mir vorbeigerauscht. Ich habe mich nicht mehr gefragt, oh Gott, muss ich da auch mitmachen? Brauche ich auch das Freebie? Muss ich auch das machen? Weil ich einfach genau wusste, was meine Planung und meine Ziele sind. Und durch diese Hilfe, die mir Tanja geboten hat, habe ich es jetzt im letzten Jahr geschafft, zum ersten Mal einen sechsstelligen Umsatz zu machen. Also strategische Jahresplanung ist mein absoluter Tipp fürs Wachstum und auch mehr Entspannung und Freude im Business für dich. Und wenn du Lust hast, mehr über meine Arbeit zu erfahren, Lust hast auf Bühnen und auf Redefreude, dann finde mich unter Barbara Bosch Speaker Coach auf Instagram und geh mal auf Spotify und suche dort nach meinem Podcast Redefreude. Und genau das wünsche ich dir auch. Ich bin Dr. Anja Schäfer, ich bin Rechtsanwältin, Business Coach und Mentorin. Ich bin auch Expertin für Networking und Female Leadership in Kanzleien. Und ich unterstütze Juristinnen und insbesondere Anwältinnen dabei, für sich, für ihre Ziele, für den nächsten Schritt in puncto Business und Karriere in Führung zu gehen, das eigene Netzwerk zum Erfolgsmotor zu machen, mit der eigenen Expertise im Netz, wie im Netzwerk sichtbar zu werden, um gemeinsam mit anderen Ziele zu erreichen und sich in der noch immer sehr männlich geprägten Kanzleiwelt durchzusetzen und zu zeigen. Mein ultimativer Business wie Marketing-Tipp ist Netzwerken.
Es kommt für den eigenen Erfolg im Business nicht auf die Leistung an, sondern auf dein Selbstmarketing und vor allen Dingen auf dein Netzwerk, das heißt auf die Wirkung von dir im Außen. Und deswegen kann ich nur jeder mit an die Hand zu geben, das Thema Netzwerken in den Vordergrund zu rücken. Netzwerken ist bekanntlich nie dringend, aber immer wichtig. Und Netzwerken ist etwas, was du nicht einfach irgendwie machen solltest, sondern mit Strategie. Und ein wichtiger Punkt deiner Netzwerkstrategie ist, zu wissen, wer du bist, welche Expertise du hast und vor allen Dingen auch, wen du erreichen willst. Für wen dein Wert, deine Dienstleistung, das, was du anbietest, sozusagen den meisten Mehrwert bietet. Und das ist meine größte Erkenntnis aus der Zusammenarbeit mit der Tanja Lenke, da nochmal ganz genau die Spreu vom Weizen zu trennen. Ich habe mich auf die Juristinnen in dem letzten halben Jahr fokussiert und kann das nur jeder mit an die Hand geben. Netzwerke nicht irgendwie, sondern Netzwerke mit Strategie. Und ein wichtiger Teil ist deine Expertinnen-Positionierung und immer wieder die Frage, wem kannst du den meisten Mehrwert bieten? Wenn du jetzt denkst, ey cool, die Anja würde ich gerne kennenlernen, gibt es viele Möglichkeiten, aber die wichtigsten zwei für mich sind zum einen mein regelmäßiges, wöchentliches Format Montagmorgen-Kaffee, immer montags um 8 Uhr, zu finden auf meiner Webseite www.anja-schäfer.eu/Kaffee. Und das andere, was ich dir sehr ans Herz lege, ist das Netzwerk LinkedIn. Da findest du mich auch unter Dr. Anja Schäfer. Lass uns da gerne miteinander connecten. Komm auf mich zu, stell mir eine Vernetzungsanfrage. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam in den Austausch kommen und uns gegenseitig voranbringen, denn Kontakte schaden bekanntlich nur der Person, die keine oder die falschen hat. Mein Name ist Maria-Lena Matysik und ich bin Gründerin der Analytics Freaks. Das heißt, mein Team und ich helfen Unternehmen dabei, ihre Website, ihr Online-Marketing, ihr Business mit Hilfe von Daten zu optimieren. Das Stichwort, das dir hier sicher am meisten sagt, ist Google Analytics. Und eins meiner wichtigsten Learnings aus den letzten 4 Jahren meiner Selbstständigkeit war definitiv, nichts ist beim ersten Versuch perfekt und noch viel wichtiger, es muss auch gar nicht perfekt sein und es wird auch niemals perfekt sein. Das heißt, je schneller ich mich von der Idee verabschiedet habe, dass eine Nische, eine Kooperation, eine Webseite, whatever, beim ersten Versuch perfekt sein muss, desto schneller bin ich vorangekommen. Wenn ich das so sage, hört sich das irgendwie enorm nach einer Binsenweisheit an, so nach dem Motto, besiege den Perfektionismus und alles wird gut quasi. Und ein Stück weit, es ist auch ein Stück weit wahr, würde ich sagen. Für mich persönlich ging dieses Learning aber noch viel, viel weiter, als nur in Anführungszeichen mit einem Facebook-Post nicht zufrieden zu sein und dran zu basteln oder irgendwie einen ganzen Tag für die Aufnahme einer einzelnen Podcast-Episode zu brauchen. Ja, das ist auch nicht so sinnvoll und auch ziemlich hinderlich, aber das meine ich nicht, zumindest nicht nur. Als ich mein erstes Teammitglied ins Team geholt habe, da dachte ich mir so, jetzt sind wir zu zweit, jetzt geht alles schneller. Natürlich weit gefehlt. Das erste Mal, dass ich jemanden in meinem Team hatte und alles selbst managen musste, war wirklich super chaotisch, ohne Ende. Ich habe viel Zeit verbrannt, ich habe viel Geld verbrannt. Aber das war auf jeden Fall Teil vom Prozess. Also das war Teil vom Lernen. Und ich habe in dieser Situation für mich mitgenommen, es ist wirklich komplett nutzlos zu versuchen, alles sofort perfekt zu machen. Und das war jetzt quasi nur ein Beispiel, wo mir im Laufe der letzten Jahre diese Erkenntnis gekommen ist. Weil wir im Endeffekt
ja, ich sag mal so, niemals die Weisheit mit Löffeln futtern können, müssen wir einfach alles ausprobieren. Wir tun etwas, wir reflektieren, wir versuchen es nochmal. Iteration, also immer nochmal denselben Weg gehen und versuchen zu lernen, besser zu machen, Erkenntnisse umzusetzen, ist einfach super wichtig. Nichts wird auf Anhieb perfekt funktionieren oder überhaupt funktionieren. Das heißt, wenn du mit der Erwartung quasi an das Abenteuer Businessgründung oder Businesswachstum rangehst, dass du sehr, sehr viel lernen wirst, kannst du quasi nicht scheitern. Punkt. Ich glaube, dabei belasse ich es. Wenn du möchtest, kannst du gern auf meiner Webseite vorbeischauen, auf analyticsfreak.com oder mir auf LinkedIn folgen. Dort gibt es aber vor allem Google Analytics Tipps und hin und wieder Einblicke in mein Business. So, ich melde mich noch mal ganz kurz zu Wort. Das war jetzt jede Menge Input und es war sicherlich Input, den du in dieser Form nicht erwartet hast. Sicherlich hast du schon über das Thema Kooperationen und Netzwerken gehört und hast von anderen gehört, wie wichtig das ist und unterschätzt es vielleicht in deinem Business selbst. Und ich kann dir sagen, gehe das Thema an. Es ist das, was auch mich erfolgreich gemacht hat. Das Thema Kundenavatar, ne, kommt den meisten wahrscheinlich schon zum Ohren raus. Oh mein Gott, jetzt muss ich mich wieder mit dem Kundenavatar beschäftigen. Der Kundenavatar ist das A und O. Das lernen auch die Frauen aus dem Shepreneur Academy Bootcamp. Das ist das Allerwichtigste und natürlich auch in der Academy. Es ist immer ein Thema und je intensiver du dich mit dem Thema Kundenavatar beschäftigst, desto leichter wird es dir fallen, deinen Content zu erstellen für Social Media, für deinen Newsletter, für deine Programme etc. Ja, ganz, ganz wichtig. Das Thema Planen, ein super wichtiges Thema und viele sagen, oh nee, ich habe keine Lust zu planen oder das, was ich plane, setze ich sowieso nicht um, wie auch immer. Planen ist total wichtig, vor allem wenn du dir ein Business aufbauen willst, indem du mit Leichtigkeit eben auch dein Geld verdienst und du aufhören willst, immer irgendwelche Hauruck-Aktionen auszuprobieren und am Ende dann feststellst, Mensch, das war ja schon wieder nicht erfolgreich. Ja, die meisten Dinge, die wir umsetzen, brauchen einfach viel mehr Vorbereitung und das Schöne ist, wenn dein Business planbar ist, dann ist es auch sicher. Ja, dann bringst du viel mehr Sicherheit mit in deinen beruflichen Alltag als Unternehmerin und dann wird es dir auch viel, viel leichter fallen, dein Unternehmen größer zu machen. Das Thema Großdenken, ein mega wichtiges Thema, was wirklich unterschätzt wird. Also wenn du die 100.000-Euro-Grenze noch nicht überschritten hast, dann kann ich dir nur empfehlen, dir irgendwo ein Schild hinzuhängen und dich immer wieder daran zu erinnern, dass das dein nächstes Ziel ist. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ich kann mich noch erinnern, als ich Shepreneur gegründet habe, habe ich mein Vision Board erstellt und oben links habe ich aus einer Zeitschrift 100.000 Euro ausgeschnitten und habe das dann dahin geheftet. Und manchmal habe ich ein Foto von meinem Vision Board gemacht und habe diese 100.000 Euro dann weggenommen, weil ich dachte, oh nee, ich darf anderen das nicht zeigen, dass ich da 100.000 Euro stehen habe. Es war ganz lustig. Heute würde ich das ja definitiv da hängen lassen, beziehungsweise einfach noch größere Zahlen dort aufhängen. Und das ist auch das einfach, dieses ne, ständige, also ich hatte das ständig vor Augen, ich wusste, was ich erreichen will, ich wusste, was mein erstes großes Ziel war und dadurch, dass es so präsent war, hat es mir eben auch geholfen, dieses Ziel zu erreichen. Also ich kann dir nur empfehlen, dass du dir irgendwo in deinem Büro, auf deinem Schreibtisch, auf deinem Handy, dass du irgendwo visualisierst, dass du mit deinem Business 100.000 Euro oder 200.000 oder 500.000, je nachdem, was es ist, verdienen möchtest und dass du das einfach visualisierst und jeden Tag, jede Woche vor Augen hast, ja, damit du das nicht vergisst und das am besten auch nach außen kommunizierst, denn wenn andere wissen,
was du erreichen möchtest. Wenn du es deinen Mastermind-Kolleginnen erzählt hast, dann ist es viel, viel leichter, solche Dinge zu erreichen, als wenn wir ja nur uns selbst damit beschäftigen. Also das war noch so ein ganz kleiner Einblick in die Anfänge von Schiebrunner. Und ja, ich habe ja die letzten Wochen ganz viel über Geld auch gesprochen und habe auf Instagram und ja auch auf den anderen Kanälen eigentlich einen kurzen Einblick gegeben, wie Schiebrunner gewachsen ist, wie viel Geld ich am Anfang verdient habe und wo ich gestartet bin und wie der Weg eigentlich aussah hin zu einem erfolgreichen, florierenden Business und auch warum wir uns im letzten Jahr gegen ein weiteres Wachstum entschieden haben etc. Also das sind alles ganz, ganz wichtige Dinge und Großdenken hilft uns dabei, wirklich auch Dinge zu erreichen, von denen wir denken, dass sie unmöglich seien. Ja, und zu guter Letzt auch noch das Thema nicht zu früh aufgeben. Ja, das sage ich auch meinen Kundinnen aus der Academy immer wieder. Ja, wenn der nächste Launch da war, wo keine oder vielleicht auch nur wenige Personen oder nur eine Person gekauft hat. Ja, denn all die Dinge, die du tust, die sind ganz, ganz wichtig. Und wenn wir immer wieder aufhören und wieder von Null starten, dann ist es viel, viel schwieriger, auch erfolgreich zu werden. Ja, wenn wir hinfallen und nicht mehr aufstehen, dann bleiben wir liegen. Ja, und wenn wir eine Sache ausprobieren und dann nicht weiterkommen, dann bleiben wir dort, wo wir sind. Und wenn wir zurückblicken, reflektieren und uns mit Daten, Zahlen, Fakten beschäftigen, dann können wir auch Dinge sehen, die uns daran gehindert haben, eben mehr Kunden zu gewinnen zum Beispiel. Ja. Und das hat natürlich auch immer mit dem Kundenavatar zu tun. Ja, also der Kundenavatar gehört zu den Themen, die aus meiner Sicht wirklich ja sehr unterschätzt werden. Ne? Und viele denken, oh, so ein lästiges Thema. Es ist kein lästiges Thema. Es ist ein Thema, das dich begleiten wird immer. Ja. Immer wieder. Wenn wir einen Launch planen, dann beschäftigen wir uns mit unserem Kundenavatar. Wenn wir Content erstellen, dann beschäftigen wir uns mit unserem Kundenavatar. Ja, wenn wir die Summit zum Beispiel jetzt vorbereiten, dann überlegen wir uns, für wen machen wir das? Ja, wer ist die Zielgruppe? Wer ist der Kundenavatar dafür? Etc. etc. Und wenn etwas nicht auf Anhieb funktioniert und die wenigsten Dinge funktionieren auf Anhieb, ist es eben ganz, ganz wichtig, dass du dran bleibst und es nochmal probierst und variierst, dir Feedback einholst etc. Denn das ist das, was dir schlussendlich dabei hilft, weiter zu wachsen und mit deinem Business erfolgreich zu werden. Also das, was du eben gehört hast, ist wirklich unendlich wichtig, wenn du mit deinem Online-Business so richtig erfolgreich werden willst. Social Media und Co., ja, sie sind wichtig, ja. Es ist jedoch nicht das, was dein Business erfolgreich machen wird. Ja, also viel wichtiger ist wirklich das, was in den Köpfen deiner WunschkundInnen vorgeht, dass du unternehmerisch denkst und handelst, dass du mit der richtigen Einstellung an die Dinge rangehst und deinen Fokus auf Dinge legst, die nachhaltig sind und dich deinem Ziel viel, viel schneller und viel, viel leichter ein Stückchen näher bringen. Ich kenne übrigens niemanden, der durch Reels ein tolles Design oder den allerersten Online-Kurs von null auf gleich so richtig erfolgreich wurde. Ja, also wenn es da jemanden gibt, dann hat diese Person sich schon über eine Zeit eine Community aufgebaut etc. Ja, also von heute auf morgen funktioniert das nicht. Irgendetwas war in der Vergangenheit schon da und die meisten sprechen nicht darüber. Und ganz ehrlich, hinter jedem erfolgreichen Business, das du heute siehst, stecken Visionen, dahinter stecken Ziele und Strategien, auch wenn dir das nicht erzählt wird. Also, was wirklich funktioniert und dich
und dein Business nachhaltig weiterbringt. Darüber spreche ich ganz, ganz offen und ehrlich mit Online-Unternehmerinnen, die es geschafft haben, sich ein mehrfach sechs- oder siebenstelliges Business aufzubauen. Und daher solltest du dir die fünfte Shepreneur Summit auf keinen Fall entgehen lassen und dir dein Ticket noch holen. Wir haben ganz unterschiedliche Tickets. Wir haben Live-Tickets und wir haben ein Ticket mit einem Aufzeichnungspaket. Und wir haben auch noch eine Ticket-Variante, in der du ein Q&A mit mir bekommst. Also das ist ein Gruppen-Q&A natürlich, aber es wird auf jeden Fall super inspirierend sein. Also schau mal rein, schau vorbei, schnapp dir dein Ticket und vielleicht sehen wir uns dann schon ganz bald in einem Q&A-Call, denn so günstig kommst du an einen Call mit mir nicht ran. Also, ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich hoffe, du konntest jede Menge Inspiration aus dieser Podcast-Folge mitnehmen und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören und uns am 8. März bei der Shepreneur Summit sehen. Bis dahin, tschüss! Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast, schreib mir gerne an podcast@shepreneur.de. Und hör auch beim nächsten Mal wieder rein und frag dich bis dahin jeden Tag, welchen einen mutigen Schritt kann ich heute tun, um mein Business leicht und sexy zu machen. Also bleib dran, denke groß und bring deinen Impact in die Welt.